Hi, ich bin der Raphael. Heute zeige ich dir wieder ein paar kleine Drills, mit denen du deine Beweglichkeit und deine Koordination verbessern kannst. Und zwar geht es heute um die Hände und um die Finger. Heutzutage wird viel mit dem Computer geschrieben, die Finger verspannen, die Unterarme verspannen, manche haben vielleicht sogar schon Ellenbogenprobleme. Und wir wollen jetzt einfach schauen, wie können wir unsere Finger ein bisschen besser koordinieren lernen und dadurch Verspannungen auch lösen. Das Fingerkreisen sieht einfach aus, für manche Leute ist es auch sehr einfach, ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass es manchen Leuten sehr, sehr schwer fällt. Starte einfach mit einer Hand und jetzt versuch nur deinen Zeigefinger zu kreisen. Versuch die anderen Finger möglichst ruhig zu lassen und nur mit dem Zeigefinger zu kreisen. Mach das in jede Richtung ganz ruhig und konzentriert. 3-4 Mal. Dann den Mittelfinger, auch hier Richtungswechsel. Es hilft dir auch, wenn du dir vorstellst, den Kreis so schön wie möglich zu machen. Den Ringfinger, der ist meistens etwas schwerer, weil der kleine Finger meistens mitmacht. Also ich muss mich auch sehr konzentrieren. Und der kleine Finger ist dann wieder meistens ein bisschen einfacher. In jede Richtung. Lieber langsam und kontrolliert und schön, wie schnell und huddelig. Ist nicht einfach, es kann auch sein, dass am Anfang die ganzen Unterarme anfangen zu verspannen, weil man sich konzentriert und mit verspannt. Aber je öfter du es machst, desto leichter wird es, die Koordination wird besser und das wiederum entspannt die ganzen Arme, das Schreiben, die Tastatur. Maus bedienen wird alles einfacher. Ellenbogenprobleme können sich lösen. Das ist der erste. Die Ab- und Adduktion der Finger ist nichts anderes wie das Wegstrecken und Ranziehen der Finger. Dafür kannst du einfach die Hand nach vorne halten. Erstmal den Zeigefinger weg, Mittelfinger, Zeigefinger, kleiner Finger. Versuchen, jeden Finger einzeln wegzustrecken. Ja. Spocky lässt grüßen. Wenn das mal geht, dass du jeden Finger kontrollieren kannst, kannst du auch versuchen. So, Zeigefinger, kleiner Finger weg und Mittelfinger. Zack, 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 zack. Das geht dann auch mit beiden Fingern. Mit beiden Händen natürlich. Wenn das funktioniert, kannst du es gegenläufig laufen lassen. Und dann kann man anfangen damit zu spielen. Das fördert die Koordination, die Konzentration. Dadurch, dass deine Hirnhälften auch verschiedene Sachen machen, verbindet es die Hirnhälften wieder und kreative Arbeit fällt dir leichter. Also, einfach ausprobieren. Bei Fragen schreib mir, sag Bescheid. Viel Spaß und Erfolg damit.